Die Comanche-Nation war einst die mächtigste in Amerika und eine der effektivsten Streitkämpfe der Geschichte. Sie schlugen zahlreiche Feinde und wurden erst im späten 19. Jahrhundert besiegt. Hier ist die geheime Geschichte der Comanchen, dem mächtigsten indianischen Stamm der Geschichte. Das populäre Bild der amerikanischen Ureinwohner im 19. Jahrhundert zeigt sie ausnahmslos als unbesiegbare Krieger, die ihr Leben auf dem Pferderücken verbringen. Und während die Comanchen diesem Image definitiv gerecht waren, war dies nicht immer der Fall. Die Comanche begannen als nomadische Jäger und Sammler, die immer Beute der Saison folgten. In vielerlei Hinsicht hinkten sie ihren Altersgenossen hinterher. Während das Aztekenreich unglaubliche Städte baute und die Irokesen eine hochentwickelte Zivilisation entwickelten, bauten die Comanchen nichts und hatten keine dauerhaften Siedlungen. Sie waren auch nicht besonders aggressiv, was vielleicht damit zu tun hatte, dass sie keine besonders guten Krieger waren. Aber all dies änderte sich im späten 17. Jahrhundert, als die Comanchen zum ersten Mal dem Pferd begegneten. Die Spanier führten die Tiere in die Comanchen ein, aber der Stamm der amerikanischen Ureinwohner zeigte ein Verständnis dafür, wie man dieses unglaubliche Tier beherrscht und wie man diese Beherrschung in militärische Stärke umsetzt. Im Laufe des nächsten Jahrhunderts verwandelten sich die Jäger und Sammler der Comanche-Nation in ein dominantes, aggressives Imperium von Kriegern. Und das alles aufgrund ihrer Erfahrungen im Trainieren, Reiten und Kämpfen mit dem Pferd. Instead of sedentary tribes who were agricultural from the east, you had nomadic tribes who were mounted in the west, and it changed everything. Für einen Stamm, der seine Anfänge als relativ friedliche Jäger und Sammler hatte, war die Verwandlung der Comanche in ein Militärmoloch total. Sobald sie die Beherrschung der Pferde erlangten, konzentrierte sich ihre Kultur fast ausschließlich für das Führen von Kriegen. Infolgedessen war die Comanche-Gesellschaft sehr eingeschränkt. Sie hatten keine religiöse Struktur oder soziale Organisation. Es gab keine Herstellung oder gar Kunst. Kinder lernten von klein auf zu reiten, zu jagen und zu kämpfen. Ihr ganzes Leben konzentrierte sich auf diese drei Aspekte. Tatsächlich werden die Comanchen manchmal mit den Spartanern verglichen, da sie sich fast ausschließlich auf den Kampf konzentrierten. Die Comanchen entwickelten sich zu einer Gewaltmacht, der niemand widerstehen konnte. Sie führten Krieg gegen jeden, der mit ihnen in Kontakt kam, und sie gewannen normalerweise. Einen Grund für diesen Erfolg war ihre Brutalität. Ein Comanchen-Überfall war eine schreckliche Angelegenheit. Alle männlichen Feinde wurden ausnahmslos getötet, selbst wenn sie sich ergeben würden. Ältere Kinder würden ebenfalls getötet werden. Kleine Kinder würden gefangen genommen und die Frauen wurden angegriffen und ermordet. Die Comanchen führten lang vor der Gründung der Vereinigten Staaten einen totalen Krieg. Um zu verstehen, wie mächtig und kriegerisch die Comanchen auf ihrem Höhepunkt waren, muss man die Tatsache berücksichtigen, dass sie sehr nah daran waren, mehrere andere einheimische Stämme auszulöschen. Die amerikanischen Ureinwohner, die sich der Expansion der Vereinigten Staaten in den Mittleren Westen widersetzten, waren keine einheitliche Kultur. Sie waren eine vielfältige Gruppe separater Nationen, die bestimmte kulturelle Merkmale und Traditionen teilten. Die Comanchen waren besonders aggressiv gegenüber ihren amerikanischen Ureinwohnern und besonders effektiv darin, sie zu töten. Sie verdrängten systematisch alle anderen Stämme aus den zentralen Ebenen und zwangen sie, neues Land zum Leben zu finden. Tatsächlich waren die Comanchen sehr nah daran, die gesamte Apachen-Nation buchstäblich auszulöschen. Die Krieger besiegten den schwächeren Stamm brutal in einer Reihe von Konflikten, in denen die verzweifelten Apachen die Spanier um Schutz baten. Mehrere große Stämme innerhalb der Apachen-Nation verschwanden infolge der Konflikte. Aber es waren nicht nur die Apachen. Die Comanches fügten den Pawnees, den Osages, den Blackfeet, den Kiowas und den Tonkawa schweren Schaden zu, vertrieben sie von ihrem traditionellen Land und töteten Tausende ihrer Leute. Bis 1750 hatten die Comanchen die vollständige Kontrolle über die Ebenen und andere indianische Nationen respektierten ihre Grenzen. Das von den Comanche kontrollierte Gebiet wurde von den Spaniern Comancheria genannt und wuchs mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Nach der Umwandlung ihrer gesamten Gesellschaft in eine mobile Kriegsmaschine begannen die Comanchen ihren Aufstieg zur Macht als Lord of the Plains. Im Laufe von etwa 150 Jahren vertrieben die Comanchen ständig rivalisierende Stämme, eroberten Land und unterwarfen alle, die sie nicht töteten. Als die Amerikaner in den 1820er Jahren begannen, sich nach Westen zu wagen und schließlich gegen die Comancheria stießen, war es massiv. Die Comanchen kontrollierten etwa 250.000 Quadratmeilen, einschließlich Land, was Colorado, Kansas, Oklahoma, New Mexico und Texas werden sollte. Sie hatten auch Vasallen und etwa 20 andere Stämme erkannten die Vorherrschaft der Comanchen an. Laut dem Historiker Pekka Hamalainen macht dies die Comancheria zu etwas mehr als nur einem indianischen Stamm oder einer Nation. Es machte es zu einem Imperium. Sie eroberten Ländern und absorbierten andere Ethnien und Kulturen, setzten ihren eigenen politischen und militärischen Strukturen durch und verhandelten als eine Einheit.
Tatsächlich war das Comanche Reich mächtiger und fortschrittlicher als viele der europäischen Imperien der damaligen Zeit. Aus diesem Grund wurden die Kolonisierungsbemühungen der Spanier, Franzosen und Amerikaner immer dann in Stocken geraten, wenn sie gegen die Comancheria vorgingen. Bemerkenswert an einem Großteil der US-Geschichte ist, dass die Kriege zwischen den Comanchen und den Vereinigten Staaten oft überhaupt nicht als Krieg bezeichnet werden. Aber täuschen Sie sich nicht, die Comanchen führten einen Krieg gegen Texas, der fast 40 Jahre lang dauerte. Got him on the run. Don't be too sure. Looks like an old Indian trick to me. Es begann, als Texas noch unter spanischer Kontrolle war, setzte sich fort, als es ein unabhängiger Staat war und schließlich als Teil der USA. Die Texas Rangers wurden teilweise gegründet, um Siedler gegen die Comanchen zu verteidigen und übernahmen schnell den Totalkriegansatz, den die amerikanischen Ureinwohner übten. Aber jahrzehntelang konnte Texas die Comanchen nicht aufhalten. Tatsächlich dehnten sie ihr Territorium bei mehreren Gelegenheiten sogar bis nach Texas aus. Erst als Texas den Vereinigten Staaten beitrat und Präsident Ulysses S. Grant den Sieg über die Comanchen zu einer Priorität machten, wurden sie endgültig zurückgedrängt, was eine Reihe von Ereignissen auslöste, die in ihrer endgültigen Niederlage gipfelten. Eine Frau namens Cynthia Ann Parker wurde 1836 von Comanche-Angreifern entführt. Sie wurde in den Stamm aufgenommen, heiratete schließlich und gebar 1852 einen Sohn namens Quanah Parker. Als Quanah erwachsen war, befand sich die Comanche Nation in ihrem letzten Todeskampf und er war dazu bestimmt, ihr letzter großer Anführer zu sein. Als jugendlicher Krieger war Quanah der Inbegriff der Tapferkeit und Wildheit der Comanche. Quanah war bemerkenswert jung für einen Häuptling und führte 1871, als er gerade 19 Jahre alt war, eine Reihe gewalttätiger Überfälle gegen amerikanische Streitkräfte an. 1874 versammelte Quanah 300 comanische Krieger und startete einen letzten Angriff auf die amerikanischen Streitkräfte, die in die Comancheria eindrangen. Der Häuptling beabsichtigte, die Amerikaner ein für allemal zu vertreiben, wie es die Comanche immer gekonnt hatten. Sie griffen einen Handelsposten namens Adobe Walls an, in dem etwa 28 Jäger Zuflucht gesucht hatten. Statt eines schockierenden Sieges wurde es zu einer Prügelei. Die Belagerung dauerte 5 Tage und endete mit dem Rückzug der amerikanischen Ureinwohner. Die Comanchen überfielen und schlachteten jedoch weiter und die amerikanischen Streitkräfte verfolgten sie, verbrannten dabei ihre Vorräte und töteten ihre Pferde. Dies brach der Comanche Nation das Rückgrat und Quanah führte seine überlebende Krieger zur Kapitulation und stimmte zu, in ein Reservat zu ziehen. Quanah erwies sich als beliebter und fähiger Führer in Friedenszeiten. Er verbrachte den Rest seines Lebens damit, seinem Volk als friedlicher Häuptling der Comanche Nation zu dienen. In den 1870er Jahren standen die Comanchen kurz vor der Niederlage durch die amerikanischen Streitkräfte. Es gab mehrere Gründe, warum die USA nach Jahrzehnten des Scheiterns gegen die Lords of the Plains einen gewissen Erfolg hatten. Die brutalen Kämpfe des Bürgerkriegs ließen die USA mit einer erfahrenen und gut ausgerüsteten modernen Streitmacht zurück. Die US-Streitkräfte schlachteten die Hauptnahrungsquellen der amerikanischen Ureinwohner ab und Präsident Ulysses S. Grant war entschlossen, ihrer Macht ein für allemal ein Ende zu bereiten. Aber da war noch ein weiterer Faktor am Werk: Krankheit. Wie bei vielen anderen Indianerstämmen wurden sie, je mehr sie Handel trieben und mit US-Siedlern interagierten, desto mehr Opfer von Krankheiten wie Pocken und Cholera. Da sie ihnen noch nie zuvor begegnet waren, hatten die Comanchen keine Verteidigung gegen sie. 2 weit verbreitete Epidemien in den Jahren 1816 und 1849 hatten die Bevölkerung der Comanchen um die Hälfte reduziert. Tatsächlich war die von Quanah Parker angeführte Quahadi-Bande immer noch eine beeindruckende Streitmacht, weil sie jeden friedlichen Kontakt mit Siedlern immer abgelehnt hatte. Nachdem sie die nach Westen vordringenden Amerikaner gemieden hatten, waren sie diesen Seuchen entgangen. Dies machte sie zu einer der wenigen verbleibenden Comanche-Banden, die in der Lage waren, dem Marsch der USA nach Westen zu widerstehen. Sehen Sie sich hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Grunge-Videos über die Geschichte der USA. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und drücken Sie die Glocke, um nichts zu verpassen.